Herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Anfang 2007 beschloss die Europäische Lebensmittelbehörde, kurz EFSA, die Grenzwerte für Bisphenol A, sprich BPA, zu erhöhen. Dieser chemische Stoff wird unter anderem für die Herstellung von Polycarbonat verwendet, welches zum Beispiel in Trinkflaschen, Schnullern, für Säuglinge und vielen anderen Plastikgegenständen und Beschichtungen vorkommt. Und das, obwohl in zahlreichen Tierversuchen ein Zusammenhang zwischen BPA und Unfruchtbarkeit, Brust- und Prostatakrebs, Diabetes, Schädigungen der Gehirnentwicklung und so weiter nachgewiesen wurde. Die EFSA beruft sich jedoch unter anderem auf eine verharmlosende Studie vom Research Triangle Institute, kurz RTI. Das RTI wird aber durch den American Plastics Council finanziert, einem Verband der Plastikindustrie, dem unter anderem Bayer, Dow Chemicals und GE Plastics angehören. Ist es nur die Profitgier, die selbst vor Säuglingen keinen Halt macht, oder stecken auch noch andere Interessen dahinter?